Du möchtest dir jetzt also einen Rennsitz kaufen und weißt nicht so wirklich, worauf du achten sollst? Dann ist das Video genau das Richtige für dich, denn ich versuche dir jetzt unter die Arme zu greifen, die richtige Entscheidung zu treffen, was für einen Sitz du dir kaufen solltest. Moinsen, Freunde der Sonne. Schwieriges Thema. Der gute Faso hat mal wieder was angeleiert. Man muss Faso das einfach mal lassen. Der stellt auch immer mal die richtigen Fragen und der fordert mich auch sehr heraus. Denn am Sonntag kam er in den Stream und sagte so, sag mal, wie sieht denn das eigentlich mit Sitze aus? Warum spricht eigentlich niemand über Sitze? Warum hat noch nie jemand ein Video über Sitze gemacht? Und dann stehst du da wieder vor der Kamera oder sitzt vor der Kamera und denkst so, Mensch, Faso, ja, du, was will man denn über Sitze sagen? Sitze sind Sitze. Da sitzt man drinnen oder man sitzt nicht drinnen. Und man nimmt den einen Sitz oder den anderen Sitz. Und jetzt hat Faso mich wirklich so weit gebracht, dass ich mir gesagt habe, Mensch, lasst uns doch mal über Sitze sprechen. Denn ich habe ja einen, beziehungsweise auch noch einen zweiten. Und ich habe mich ja aus gewissen Gründen für diese Sitze entschieden. In Kurzform, den habe ich gekauft, weil ich früher sehr fett war und keinen anderen gefunden habe, um da reinzupassen. Aber ich habe mir diesbezüglich noch mal ein paar Gedanken gemacht. Es gibt ja so unterschiedliche Typen von Fahrern. Ich möchte jetzt mal zwei Typen, das sind übrigens vier, zwei Typen an Fahrern euch mitgeben. Es gibt die Menschen, die so wie meine Wenigkeit bremsen wie die Idioten und gefühlt das halbe Rig jedes Mal auseinanderbauen, wenn sie in die Bremse treten. Oder es gibt die entspannten Sonntagsfahrer, die wirklich super entspannt fahren, als hätten sie sich gerade eine ganze Flasche Baldrian reingezogen. Und an der Stelle möchte ich das mal ein bisschen unterscheiden. Die eine Seite fährt solche Sitze, Schalensitze, aus folgenden Gründen. Beim Bremsen möchtest du immer denselben Bremsdruck auf die Bremse bringen. Denn wir arbeiten ja mit einer Lotzelle, was bedeutet, die Kraft wird immer gemessen, die du darauf trittst und nicht den Weg. Jetzt stell dir Folgendes vor. Du sitzt auf einem Sitz und der Sitz macht die ganze Zeit so. Das heißt, du trittst rein und deine Lehne bewegt sich. Jetzt stell dir mal vor, wo deine ganze Kraft hingeht. Also erstens hast du die ganze Zeit hier Bewegung drin, was völliger Käse ist für deinen Rücken auf Dauer. Dann hast du ständig Bewegung drin, je nachdem wie doll du bremst, bewegt sich der Sitz immer noch mehr. Und das würde ich gerne vermeiden. Und das würde ich dir auch empfehlen, das zu vermeiden. Denn sowas an der Stelle hier, wie ein Schalensitz, da kann das nicht passieren. Das Einzige, was du machen kannst, ist, wenn du richtig reinschmetterst, dass vielleicht die Sitzschiene sich einen Millimeter bewegt. Wobei ich euch da empfehlen kann, Dizzy handfest, dann passiert das nicht. Dann fängt es nur irgendwann an zu knarzen. Aber das kann man ja mit einem bisschen Schmiere lösen. Das heißt also, wenn du einen Sitz kaufen solltest, dann würde ich dir erstmal dazu raten, geh mal in den Laden. Ich weiß, dass nicht jeder die Möglichkeit hat, wenn du die Möglichkeit hast, in den Laden zu gehen. Aber irgendwo in deiner Nähe wird es ein Autogeschäft geben, wo es Sitze zu kaufen gibt. Und ob du es nur glaubst oder nicht, ein Sitz für ein Auto da draußen, was du auf deinem Parkplatz zu stehen hast, ist derselbe wie der hier. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Verschraubung sehr ähnlich ist und dass du die Sitzschienen entweder von unten oder von der Seite ran machen kannst, ist sehr hoch. Und die meisten Leute in dem Geschäft werden dir das auch sagen, ob du das an der Seite anschrauben kannst oder unten. Und dann kannst du nämlich mal Probe sitzen in einem Geschäft. Warum solltest du jetzt Probe sitzen? Das ist die nächste Sache, die für dich wichtig ist. Denn bei mir beispielsweise, hier diese, an der Seite sind diese, ja, ich glaube, es ist der Schulterhalt. Und der Schulterhalt bei mir führt dazu, dass ich die ganze Zeit so sitze. Weil mein Rücken so groß ist, dass meine Schultern dadurch nach vorne geschoben werden. Das heißt, ich müsste eigentlich so drinnen sitzen, aber ich sitze mal so drinnen. Weil die Schulterstabilität oder die Ohren für die Schulter so eng bei mir sind. Weswegen du auch in einem Sitz mal Probe sitzen solltest, wenn die Möglichkeit besteht. Und die Möglichkeit solltest du dir definitiv nehmen, weil das Gerät, wenn du da sehr lange drinnen sitzt, führt irgendwann dazu, dass du so sitzt. Und das ist jetzt mal eine übertriebene Darstellung. Deswegen achte bitte darauf, wenn du dir einen Sitz kaufst, dass du genug Schulterfreiheit hast. Es gibt mittlerweile auch Sitze, die nicht unbedingt aus dem realen Rennsport kommen und nicht FIA zertifiziert sind, was du ja definitiv nicht brauchst, weil ich gehe mal nicht davon aus, dass du zu Hause einen FIA zertifizierten Rennsitz brauchst, so wie ich, weil ich einfach ein Idiot bin und das damals auch nicht gewusst habe und dir das eine Menge Geld sparen kann. Und da kannst du dir auch Sitze kaufen, die nicht oben die Ohren haben beispielsweise und auch nicht diese Schulterhalterung, sondern du einfach hier hinterm Rücken ganz normalen, vernünftigen Sitz hast, der da sich an deinen Körper anschmiegt. So, wenn du jetzt also in das Geschäft gegangen bist, das mit deinen Schultern passt, du da einigermaßen vernünftig drin sitzen kannst und das gerade ist
und du dich jetzt dazu entschlossen hast, entweder A, einen Schalensitz zu kaufen oder B, einen Sitz mit verstellbarer Rückenlehne, was vollkommen in Ordnung ist, wenn du nicht so hart bremst, damit du nicht diese Bewegung drin hast, dann gibt es noch eine Kleinigkeit, die ich dir ans Herz legen möchte beim Einkauf eines Sitzes. Und das ist die Abbaubarkeit dieses, ja, ich sag's mal, Stoffs, der da drauf ist, plus, dass du die Möglichkeit hast, dein Sitzkissen zu wechseln. Warum wirst du rausfinden, wenn du 3 Jahre deinen Sitz nicht wäschst und 3 Jahre da drin gesessen hast? Weil irgendwann ist das Polster so extrem durchgesessen, so viel Arschwasser da drin, dass selbst das beste Desinfektionsspray und Duftverschwinderspray das nicht mehr hinkriegt, dass dein Sitz in irgendeiner Form angenehm riecht. Und ich sage mal so, im Sommer, wenn so der Muff so richtig schön mit Schwall hochkommt, weil du die ganzen Jahre da reingesifft hast, ist wirklich nicht geil. Mittlerweile habe ich es mir angewöhnt, alle paar Monate meinen Sitz komplett auseinander zu ruppen, das in die Wäsche zu schmeißen und das Ding wieder neu zu beziehen. Und das würde ich dir wirklich ans Herz legen, wenn du dir einen Sitz kaufst, darauf zu achten. Musst du nicht machen, würde ich dir nur wirklich ans Herz legen, als kleiner Obolus, denn das wird irgendwann sehr unschön. Wenn du dann noch so ein energischer Fahrer wirst oder bist, wird das noch viel, viel unschöner. Und das sind so die Punkte, die ich dir mitgeben würde beim Sitzkauf. Also in kurz nochmal zusammengefasst, achte darauf, wie doll du bremst. Wenn du das noch nicht weißt, würde ich dir immer ans Herz legen, einen Schalensitz zu holen, weil später nochmal den Sitz dreimal ein- und austauschen ist ein bisschen nervig. Mit dem Schalensitz gehst du immer auf Nummer sicher. Wenn du weißt, dass du ein entspannter Bremser bist, kannst du dir auch so einen verstellbaren Sitz holen, wo du die Lehne umstellen kannst. Du solltest dir Sitze kaufen, die keine FIA-Zertifizierung haben, weil das brauchst du zu Hause einfach absolut nicht und das ist immer mit Aufpreis verbunden. Dann solltest du darauf achten, dass deine Schultern genug Raum haben, dass sie nicht nach vorne geschoben werden, dass du vernünftig drinnen sitzen kannst. Und dann achte darauf, dass du da gerade drinnen sitzt und dass du die Polster wechseln kannst bzw. den Stoff abziehen kannst. Und jetzt noch ein ganz kleiner Geheimtipp am Ende für die Leute, die bis hierher geguckt haben. Auf dem Schrottplatz kann man sich manchmal ein richtig schönes Schnäppchen ziehen. Und da fragt man an der Community nach, im Discord bzw. bei uns im Stream, wie viele Leute ihren Sitz vom Schrottplatz haben und von welchen Autos die Sitze haben. Ganz kleiner Geheimtipp am Ende, falls du nicht so viel Geld ausgeben möchtest und dir wie ich einfach idiotischen FIA-zertifizierten Sitz kaufst, weil dein Arsch einfach viel zu fett war, um in irgendeinen anderen Sitz reinzupassen. Würde ich heute übrigens auch nicht mehr machen. Lasst mich doch mal gerne wissen, worauf ihr da draußen achtet, wenn ihr euch einen Sitz kauft, beziehungsweise was für euch Kriterien waren, die wichtig waren, um dieses Stück Hardware zu dir nach Hause zu kriegen, dass dein Purpose auf Wolke 7 sitzt. Das würde mich wirklich mal interessieren. Vielleicht können wir das Video irgendwann auch nochmal erweitern oder beziehungsweise eine Update-Version machen. Und das wäre schön, das kann ich nämlich mit eurem Feedback machen, weil ich bin immer nur eine einzelne Person und ihr seid mehrere Tausend da draußen. Und wenn wir uns zusammentun, können wir das Bestmögliche tun, um den Leuten das einfacher zu machen, ins Simracing reinzukommen und nicht dieselben Fehler zu machen wie wir früher. Und jetzt würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen hoch oder Daumen runter gibst, denn das ist für mich beides fein. Das ist Feedback, mit dem wir arbeiten können. Und dann möchte ich mich bei allen Kanalmitgliedern bedanken, die darüber hinaus noch diesen Kanal bzw. dieses Projekt unterstützen. Und dann sehen wir uns im Livestream bei Twitch, wenn du Bock hast. Findet immer von Dienstag bis Sonntag statt. So ab 14 Uhr geht es meistens los bis Open End. Und wenn wir uns sonst nicht sehen, sehen wir uns in den Kommentaren. Lass dir gut gehen. Ciao, Kakao. Bis denn, Dansen.